Ganz vorsichtig tasten wir uns voran. Bei uns in der Bastelgemeinschaft im netzwerklosen Bastlernetzwerk sind jetzt solche Lüfter verteilt worden. Und ich habe gesagt, ich baue einen PNP-NPN Hans im Glück Bedini. Die anderen bauen was anderes. Am Ende wollen wir die Ergebnisse davon vergleichen und rausfinden, was jetzt gut ist, was jetzt schlecht ist. Und ja, ich habe den NPN und PNP Bedini mit Hans im Glück Wicklung gewählt. Nochmal kurz zur Erinnerung. Normale Statoren, also hier die Dinger in der Mitte, die so aussehen wie so ein eisernes Kreuz, die sind in der Regel so bewickelt, hier rechts rum, dann geht man hier rüber auf den nächsten Starter links rum, rechts rum und hier wieder links rum. Also man wickelt so der Reihe nach durch. Und der Felix hat sich da mal dieses Jahr ausgedacht, Hans im Glück Wicklung wurde es dann genannt. Da fängt man hier praktisch an mit rechts rumwickeln. Beim ersten Schenkel geht dann hoch zum zweiten Schenkel, da auch rechts rum, geht dann rüber zum dritten Schenkel, da links rum und wieder rüber zum letzten Schenkel und da auch wieder links rum. Also wenn man es sich hier im Vergleich nochmal anguckt, hier, das ist das, wie es meistens normal gemacht wird. 1, 2, 3, 4, immer der Reihe nach. Und der Felix macht es dann wie so ein Kreuz. Ne? Hoch, rüber, runter. Ne? Wie wenn man sich hier kreuzigt, ja, wenn ich es jetzt mal so überblicke. So, dann PNP und NPN Version deshalb, um die höchstmöglichen Spannungsspitzen zu erreichen. Ne? Wir erinnern uns, wenn wir einen normalen Bedini haben mit einer NPN-Ansteuerung, dann ist das hier der Bereich, wo wir die Spule vollladen, ne, mit unserem Strom und hier dann abrupt abschalten und dann den Back-EMF fließen lassen. Ne. Praktisch alles, was sich hier angestaut hat, entlassen wir in die entgegengesetzte Richtung mit einem Mal. Ne. Das ergibt dann so eine negative Spitze, so eine negative Hochspannungsspitze. Ne. Angenommen, hier gehen wir mit 12 Volt rein, da ist die negative Spannungsspitze so 100 oder 200 Volt ungefähr. So, analog kann man dasselbe auch nochmal mit einem PNP-Transistor machen. Ne? Also ihr erinnert euch, NPN-Transistoren gibt es negativ, positiv, negativ. Die schalten in Minus. Ne? Und es gibt die PNP-Transistoren, positiv, negativ, positiv. Ne? Die schalten den Plus in der Schaltung. Im Grunde rum wie num ist selber, sagt der normale Elektriker. Ne? Ich habe munkeln hören, dass die westliche Welt sich auf NPN-Transistoren spezialisiert hat und die östliche Welt so auf PNP, was heißt östliche Welt, so Russland eher die Gegend. Obwohl beide komplett unterschiedliche Aufbauten haben, ne, also die sind irgendwie nicht zu vergleichen, wenn man die baut, also dass die Chemie irgendwie eine komplett andere, machen sie doch im Endeffekt irgendwie dasselbe, ne, wenn man dann die ganzen Bauteile rumdreht in der Schaltung. Aber irgendwie muss es ja einen Grund geben, warum sich das ausgedacht wurde. Ne? Warum die einen sagen, hey, Minus schalten ist gut, und andere sagen, hey, Plus schalten ist gut. Vielleicht ist ja beides in Kombination eventuell das Nonplusultra, ne? Wenn die Welten zusammenwachsen sozusagen. Dann haben wir es nämlich, dass die negative Spitze von der NPN-Halbwelle und die positive Spitze von der PNP-Abschaltung, wenn wir die gleichzeitig wirken lassen, ne, addieren sich die zwei Spannungen. Und wir kommen am Output auf viel, viel höhere Spannungen, wie wenn wir ein Bedini mit nur einem Transistor wirken lassen. Das ist der Hintergrund, wieso ich NPN, PNP machen wollte. Und hier ist es jetzt der Fall, dass wir ein 9 Volt Netzteil haben, Wechselspannungsnetzteil, was 260 mA rausbringt. Wenn wir es gleich richten, ist er im Betrieb bei 10,5 Volt. Und wollen wir gleich mal sehen, wie es im Betrieb ausschaut und was er für eine Stromaufnahme hat. Und auch was er für einen Strom am Output raushaut. Ne? Dieses Ampermeter hängt jetzt im Output, ne? In Reihe sozusagen zu den ganzen LEDs hier. Das sind 4 blaue LEDs, die hier original eingebaut worden sind. Also die gibt es schon original so zu kaufen, diese Lüfter mit den 4 blauen LEDs. Und zusätzlich noch, wie viel sind es? 44 oder 36, also irgendwas um die 40
Laser, die 130 mA ziehen, wenn sie ordentlich da wären, und pro Stück, glaube ich, 1,8 Volt oder sowas. Insgesamt komme ich hier im Output so auf 50, 60 Volt. Deshalb hier am Output auch diese drei 25 Volt 2200 Mikrofarad-Kondensatoren, ne, die diese ganzen Pulse dann kletten, ne, damit ich das dann auch konstant abnehmen kann und nicht immer nur, wenn so ein Puls rauskommt. Ne. Da flackern die LEDs dann ziemlich. Ich will es ein bisschen konstant leuchten lassen. Am Input ein 16 Volt, auch 2200 Mikrofarad-Kondensator. Und ja, es wisst ihr ja, dass es was bringt, beim Bedienen am Input noch einen großen Konti zu machen. Ne? Brauche ich nicht extra dazu zu sagen. Also wollen wir mal starten. Okay, so, macht euch auf eine kleine Überraschung gefasst. Ich wusste es auch nicht. Es tut mir leid, schon mal im Voraus, aber ja, es geht nun mal nie anders. Also, mal gucken, ob es jetzt klappt, ohne dass ich eine 10-mal anwerfen muss. Da muss man nämlich erstmal die Kondis voll fressen lassen hier. Er macht schon gute Geräusche. Ja, ist noch nicht lang her, dass ich das letzte Mal habe ausgemacht. Jawohl, er kommt. Nein, doch. So. Seht ihr jetzt, was ich meine? Und warum ich genau an diese Stelle da das Ampermeter platziert habe? Ja, sowas gibt es zu kaufen. Krass, wa? Na gut, okay. Uns interessieren jetzt aber nur die technischen Details. Ne? Wir sehen, dass er bei 10,5 Volt um die 180 mA zieht ungefähr. Und dass er am Output, das sieht aus wie knapp 4 mA. Na, sagen wir mal 3 mA, oder? 3 mA am Output. Und wie gesagt, diese paar 40 Laser-LEDs und die 4 blauen. Da bringt er schon ganz schön was raus am Auto. Ja gut, bis auf dieses schöne Sonnenrad da ist er nicht so groß beeindruckend. Ja, wie gesagt, diese Laser, die ziehen eigentlich 130 mA, dass sie richtig da sind. Es ist schon ein Wunder, dass sie überhaupt leuchten bei 3 mA. Aber was richtig gut geht, sind solche LED-Leisten. Allerdings dürfen die LEDs nicht auf Aluminium draufgeklebt sein, müssen auf Plastik draufgeklebt sein, weil Alu die Frequenz extrem drückt. Die leuchten dann nur ein bisschen, also richtig gut gehen welche, die so auf so Plastikdinger aufgeklebt sind. Und das ist eine Leiste, die für 70 Volt ausgelegt ist. Und mal schauen, was die für ein Licht bringt. Machen wir das andere mal. Müssen wir das ausmachen, das andere? Ja, die sind schon ordentlich da, würde ich sagen. Ne? Damit kann man schon ganz schön was machen. Ne? Und das eigentlich der Abfallstrom, ne? Weil unser Lüfter hier hinten, der dreht sich ja jetzt auch noch. Und der dreht sich nicht nur irgendwie, sondern hier dahinter ist eine CD, eine durchsichtige, und an der Seite ist nur ganz, ganz wenig Platz gelassen worden. Das heißt, der hat jetzt eigentlich vollsten Widerstand, ne? Der muss jetzt übelst drücken, also hat sehr, sehr hohen Drehmoment. Tja, du stehst da, hast einen schönen Bedini, der 10,5 Volt braucht und ein paar 200 mA. Und kommst auf über 70, 80 Volt und hast sogar noch ein paar Milliampere dahinter. Neben deinem Drehmoment, ne, was er sowieso noch raushaut. Ja, was machst du jetzt damit, habe ich mir überlegt. Zurzeit haben wir ja die, was heißt Probleme, also machen wir uns alle Gedanken darüber, wie wir Akkus am besten laden können. Und ich habe gerade ein ganz praktisches Problem. Ich will mir nämlich viele, viele Akkus in Reihe zusammenschalten, weil ich hier eine Dünnschicht Solaranlage habe und die 140 Volt ungefähr rausbringt. Und habe mir gedacht, da kannst du auch mit den 140 Volt gleich eine ganze Batteriebank laden mit so 10 Akkus in Reihe. Ne, das müsste doch funktionieren. Gesagt, getan, 10 Stück in Reihe gemacht, einen REMF-Charger ran, ein Jahr lang laufen lassen. Danach waren einige Akkus tot gewesen.
Tja, dann bin ich hergegangen, habe mir das mal angeguckt und von der Theorie her schaut es ja so aus. Na, jetzt kannst du gleiche Akkus in Reihe machen, wie du willst. Die Kapazität eines einzelnen Akkus ist immer ein kleines bisschen anders als der andere, ne, wenn es sich auch nur um Promille handelt. Ist am Anfang ist das wurscht, ne, das geht, wenn die Akkus neu sind, die ersten paar Jahre richtig gut. Ne, da ist der Effekt noch nicht so ganz so groß. Aber ne, wenn jetzt so ein Akku immer ein kleines bisschen weniger Kapazität als ein anderer hat, was ja du kriegst es nicht tausendprozentig, hunderttausendprozentig hin, die Dinger alle gleich zu machen. Da sind immer irgendwelche, einer hat immer ein bisschen mehr, einer andere ein bisschen weniger. Das heißt, die eine ist immer ein bisschen eher voll als die andere. Und wenn man die alle in Reihe hat, dann kocht die sich, die sowieso schon voll ist, ja tot mit der Zeit, bis die hier voll ist. Also wird man höchstwahrscheinlich dann in dem Moment hier abschalten und wird dann den Akkupack so benutzen, auch wenn die nur bei 90% ist. Hat zur Folge, dass wenn das ganze System dann entladen ist, jetzt übertrieben gesagt, ne, im ersten Akku noch 20% drin sind und der zweite Akku ist schon auf 0 Volt zusammengebrochen. Ne, wir können uns erinnern, die Entladekennlinie von solchen Akkus, die geht ziemlich gerade und dann kommt der berühmt-berüchtigte Abkackpunkt, ne, wo unsere normale Zelle noch bei, also diese erste Zelle noch bei 20% Kapazität ist, ist die zweite schon längst zusammengebrochen, dann pendelt sich das mit der Zeit eben auf. Das heißt, beim nächsten Laden, ne, ist die wieder bei 100%, aber ist die erst bei 80%. Und das geht dann immer so weiter und so weiter. Entweder man kocht die hier tot, ne, oder kriegt die hier niemals richtig voll. Das heißt, die hier sulfatieren mit der Zeit, pendelt sich das System irgendwann aus der Reihe. Ne. Ist also so auf Dauer nichts, ne, wenn man wirklich keine Hudelei damit haben möchte. Ja, jetzt könnte man natürlich diese ganzen einzelnen Akkus einzeln an den RMF machen und alle einzeln mit einem Netzteil versorgen. Ne. Würde gehen. Ne, bräuchte man dann halt 10 RMF-Charger und 10 Netzteile, ne, wo die Netzteile am Input dann alle parallel geschalten werden. Und dann könnte man das benutzen. Ist aber ziemlicher Aufwand. Und diese 10 Netzteile, denke ich, könnten wir einsparen. Durch 10 Kondensatoren. Da geht man jetzt praktisch, ist jetzt hier ein Beispiel für zwei 12-Volt-Akkus und ich habe so kleine LED-Treiber, die 300 mA raushauen und 44 Volt maximal. Und da habe ich einfach zwei Kondensatoren in Reihe genommen. Parallel über die Kondensatoren LEDs gemacht, die bei 16 Volt richtig da sind, bei 16 Volt 300 mA ziehen. Wenn sie bei 15 Volt oder 14 Volt sind, dann ziehen die vielleicht 50 mA oder 20 mA. Das ist vernachlässigbar. Ne, aber wenn der Akku richtig voll ist, sollen die LEDs hier den ganzen Strom weiter transportieren. Ne, dass der andere Akku auch noch geladen werden kann, aber der eine Akku hier eben nicht überladen wird. Ne, so kann man auf der Sekundärseite alle Akkus in Reihe lassen, muss sie nicht immer trennen. Ne, und kann auch auf der Primärseite mit einem einzigen Netzteil fahren und dann so viele in Reihe machen, wie man möchte. Ja. Das wollte ich nun mit diesem Ding hier tun. Hier oben habe ich ja 3 25 Volt Kondensatoren und da kann man ja super 3 RMF Charger dran anschließen und da könnte ich dann mit einem 9 Volt Netzteil oder einer 12 Volt Batterie Luft machen sozusagen und mit dem Abfallstrom dann noch 3 Batterien in Reihe laden. So sieht ein Prototyp von dieser Zweier-Version aus, die ich gerade schon mal gezeigt habe. Da ist in der Mitte dieses LED-Netzteil und dann die zwei Kondensatoren, ein RMF-Charger, noch ein RMF-Charger und dann hier die LEDs, die, wenn der Akku voll sind, den dann auch weiterleiten. Ich habe es getestet, beim letzten Anschließen leider Plus und Minus vertauscht, hat es mir durchgeraucht, keine Sicherung reingemacht, deshalb kann ich es euch jetzt nicht zeigen, aber ich habe gesehen, dass es geht, ne, wenn du zwei verschiedene Akkus von verschiedenen Kapazitäten dran hast, dann ja, funktioniert das, wie ich das vorhin in der Theorie erklärt habe. Ne? Also damit wäre es möglich. Jetzt bin ich dahergegangen und habe mir überlegt, na gut, okay, 10 RMF-Charger basteln. Und irgendwie, ich weiß gar nicht wie, ist es dann passiert, dass ich nochmal über den RMF-Charger nachgedacht habe. Normalerweise ist ja so, dass wir das immer so auf so einen Ring drauf wickeln. Ja, und ich kann mich erinnern an den allerersten RMF-Charger, den ich in meinen Händen hielt. Den hat der Libby gebastelt, der Action for Free. Und der hat den damals nicht auf einen geschlossenen Ring drauf gemacht, sondern auf einen Stab.
Ne, auf dem Stabferret hat er den drauf gewickelt. Ne? Hat zur Folge, dass wenn das Ding in Betrieb ist, oben und unten dann immer extreme Nord- und Südpole rauskommen. Ne, also das, ja, das strahlt ganz schön. Das war jedenfalls das Argument gewesen, was ich dann recherchierte, warum in der Industrie es gang und gäbe wäre, nur geschlossene Ferrite in Baugruppen einzubauen. Da gibt es irgendwelche Gesetze, glaube ich, dass das sollte offenen Dinger da irgendwie gar nicht sein dürfen, weil das irgendwie irgendwelche Sender stört oder so. Keine Ahnung. Ja, ich habe mir da nie weiter drüber Gedanken gemacht, bis auf jetzt. Ne, wir hatten es ja schon mal gehabt, dass wir dann hier einen Schlitz reingesägt haben, dass wir praktisch einen Stab haben, der zwar rund ist, aber trotzdem an der Stelle hier einen Luftspalt hat. Und das gibt es ja in der Industrie, das machen die ja bei Zeilentrafos, ne, in so Fernsehapparaten oder wo sonst so. Ne, da sind die Kerne in der, da auch so aufgebaut, dass die einen Luftspalt mit drin haben. Ne, also irgendwie scheint es da doch noch was zu geben, was es zu entdecken gilt. Ja, und dann legen wir mal los. Dass ihr mir auch folgen könnt, was ich mir dabei so gedacht habe. Ne? Und zwar habe ich mir gedacht, wenn du jetzt sowieso schon mal den Hans im Glück Bedini hier hast, mit dieser speziellen Verschaltung, warum nicht einfach mal einen RMF machen, der auch so verschalten ist, mit Stab. Magnet, also Stabferritten halt. Ne? Fangen wir hier mal mit unserem ersten an. So, dann wickeln wir es so hier rauf. So, gehen oben lang. Und wenn wir jetzt hier Strom drauf tun, ne, haben wir hier meinetwegen Nordpol und hier einen Südpol. So weit, so gut. So, dann machen wir das weiter, so wie es der Felix gesagt hat. Hier oben machen wir noch einen Stab. Und gehen hier wieder mit derselben Wickelrichtung rein. Ja. Wenn wir hier wieder mit derselben Wickelrichtung reingehen, haben wir ja dann hier wieder einen Nord und hier wieder einen Süd. Ja. Okay, dann gehen wir rüber in unserem Kreuz. Machen wir es jetzt mal so, genau. Jawohl, hier unten fangen wir wieder an. Und wenn wir vorhin so hier gewickelt haben, müssen wir diesmal andersrum wickeln. So. So. So, also hier haben wir praktisch meinetwegen linksrum gewickelt, hier auch linksrum gewickelt. Und bei dem wickeln wir jetzt rechtsrum. Hat zur Folge, dass wir jetzt hier einen Süd haben. Und hier einen Nordgelle. Ja. So, dann drehen wir das mal ein bisschen, dass es dann auch schön wird. Und dann gehen wir auf unseren letzten drauf, wo wir hier oben rauskommen. Rüber gehen und dann hier auch rechts rum drauf wickeln. Ja, was wieder zur Folge hat, dass wir hier unseren Nord- und hier unseren Südpol haben. So weit, so gut. Jetzt ist es ja ein RMF. Ne? Das heißt, hier sind immer zwei Drähte drauf. Ne? Da tun wir jetzt hier den dicken und den dünnen nehmen wir zusammen. Und der eine dicke und der andere dünne gehen raus. Ne? So, das ist dann hier Power, Trigger und die Mitte. So weit, so gut. Und dann
habt ihr ja vorhin dieses schöne Rädchen da gesehen, ne? Da habe ich gedacht, wenn du schon mal dabei bist, ach komm, warum nicht? Jetzt bist du schon mal an der Stelle. Ne, was bringt es denn, hier einen Südpol zu haben und hier einen Nordpol und hier einen Nordpol und hier einen Südpol? Ne? Da pulst es ja dann hier raus. Ne? Kann man ja so nicht richtig damit anfangen, oder? Wenn man jetzt den Ferrit hier verlängert. Und hier hin. Und hier hin. Den letzten darf ich jetzt nicht malen. Ihr könnt mir folgen, ne? Dann strahlt es ja hier raus. Nur die Frage, hat elektromagnetische Strahlung irgendeinen Einfluss auf die Umwelt? Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt ist es für mich gar nicht so einfach, das nicht zeigen zu dürfen. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem, weil irgendwie fühle ich mich dazu, dass ich das darf. Wie kommt der Typ da drauf? Es ist ja in der Bundesrepublik Deutschland verboten, ne, dieses Sonnenrad komplett zu zeigen. Oder zumindest von Bundespersonalbürgern. Ja, und irgendwie ist es jetzt passiert, dass ich da rausgerutscht bin, obwohl ich gar nichts weiter dazu gemacht habe. Ne, ich habe hier Post bekommen, ne, dass ich hier eine Ordnungswidrigkeit begangen habe, weil ich mein Personalausweis nicht beantragt habe. Ich konnte einfach nicht bezahlen. Und auf einmal sollte ich 128,50 Euro zahlen. Ja, mein Glück, also dass hier mein Geburtsdatum falsch geschrieben worden ist, also hat das Ding dann auch, wenn es von der Maschine erstellt worden ist, eigentlich gar keinen Sinn, ne? Das ist schon mal das erste Zeichen vom Universum gewesen. Ja, und dann habe ich denen einen Zettel zurückgeschrieben, dass ich letztes Jahr, ne, meine eidesstattliche Erklärung gemacht habe vor unserer Obergerichtsvollzieherin und mir es somit nicht möglich ist, diese 100 Euro Strafe zu zahlen und auch diese 28,50 Euro. Es ist mir momentan nicht möglich, das zu zahlen, ne, weil es da, woher soll ich es denn nehmen? Ne? Alles, was ich hier über YouTube verdiene, darf ich über Hartz IV gegenrechnen. Meine ganzen Konten sind alle transparent, ne? Da bleibt nichts hängen. Da bleibt, ich kann mir den neuen Mitgliedsausweis für die BRD GmbH nicht leisten. Ne, es tut mir leid. Ja, und nachdem ich den abgegeben habe, hier am 14.01. war es gewesen, war es wie wenn so ein naja, ich weiß jetzt, ist es jetzt negativ? Das war nötig gewesen, aber irgendwann hat es einmal ein Ende, denke ich. Wie wenn so ein schwarzer Deckel vom Kopf weggenommen wurde. Ne? Und dann ging es los mit solchen Sachen hier, ne? Oder den Plasmaversuchen oder auch, wer weiß, was da noch so alles kommt. Ne? Ich habe so viele Ideen, so viel kann ich gar nicht machen zurzeit. Das ist echt krass. Ja, aber auf der anderen Seite, jetzt habe ich es schon gezeigt, ne? Da ist es. Ja, aber auf der anderen Seite, es geht ja immer um die Angst. Ne? Was macht man jetzt, ne? wenn angenommen dieses Ding funktioniert? Ne? So richtig. Ne? Was macht man jetzt mit der unendlichen Energie? Und da hat mir eine Dokumentation, eine Tierdokumentation neulich alle Ängste genommen. Ne? Die kann ich euch echt ans Herz legen. Und die zeigt, was passiert, wenn verschiedene Tierarten mehr als genug Energie zur Verfügung haben. Also in ihrem Falle dann Nahrung. In unserem Falle ist ja die Nahrung an die Energie gekoppelt. In unserem Falle ist alles an die Energie gekoppelt. Ja, da kann man Geldsysteme machen, wie man will. Solange die Energie was kostet, geht man nur für Energie arbeiten. Ja, man geht nicht wegen seiner Berufung arbeiten. Man geht deshalb arbeiten, um Energie zu bekommen. Oder um Energien zu speichern für seine Nachkommen, ne, indem man das vererbt. Ne, indem man bestimmte... Das hat doch alles keinen Sinn, Leute. Das hat doch alles keinen Sinn. Das Universum gibt uns doch so viel Energie, wie wir brauchen. Das ist doch völlig sinnlos, dass das noch immer teurer und noch immer teurer wird. Ist es ja jetzt schon so, die Elektroautos, zwar toll, aber wenn es jetzt schon so ist, dass eine Ladung Strom für so ein Elektroauto nur halb so viel kostet wie eine Ladung Sprit, dann
ist in 4-5 Jahren der Sprit, also der Strom genauso teuer wie heute der Sprit, und dann stehen wir genau vor demselben Problem, wenn wir da keine Lösungen dafür finden, ne? Wenn da nicht jeder seine Energie so nimmt, wie es ihm vom Universum zusteht, ne? Wir werden auch gefüttert. Wir werden auch von höheren Wesen gefüttert, ne? Wir müssen es nur annehmen und keine Angst davor haben, denke ich. Tja, okay, jetzt hier zu dem Ding. Also, wie es gebaut worden ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Hat auch irgendwie Ähnlichkeit mit so einem Doppelkopfadler hier im Hintergrund, ne? Hier unten der Schwanz, hier drin. Na gut, mal ganz egal. Bestimmt nur Zufall, wer weiß. Betrieben wird das Teil jetzt mit einem winzigen 14 Volt Netzteil, also 220 Volt auf 14 Volt. Das sind solche LED-Treiber hier, ne? Und die hauen 300 mA plus minus 5% maximal raus. So, jetzt war ich am Anfang ganz schön euphorisch, wo ich das Ding in Betrieb genommen habe. Mal gucken, ob ich euch die Euphorie jetzt zeigen kann. So, er läuft, ne, ist wieder ein REMF mit LED-Version, und hier in der Mitte ist ein einstellbares Drehpotti, ne, wo ich das dann hin und her stellen kann. Wir fahren jetzt mit 2 Kilo Ohm Vorwiderstand, was schon relativ viel ist. Ja. Und mal schauen, was die Stromzange sagt. Ja, jetzt haben wir wieder dasselbe Phänomen. Die Stromzange sagt hier oben am Plus, wenn ich messe, 650 mA. 650 mA aus einem Netzteil, was angeblich nur 300 mA bringt. Ja, da bin ich vorhin schon im Dreieck gesprungen, habe gesagt, oh, da geil, ist ein übelst geiler Step-Down-Converter, ne? Also der wirklich die Ampere dann raushaut. Allerdings Stromzangen. Jetzt messen wir mal in der Mitte. Und in der Mitte haben wir nämlich nur 250, 260 mA. Ne? Je weiter wir hochgehen oder auch die andere Seite nehmen. Manchmal kann einen dann so eine Stromzange ganz schön verarschen. Irgendwie direkt beim Plus zeigt die an, dass 600 mA reingehen. Naja, nichtsdestotrotz, auch wenn es vielleicht nur ein normaler EMF-Charger ist, hat er dennoch einen Vorteil, finde ich. Und zwar haben wir jetzt hier, ne, das ist magnetisch, hier kommen jetzt Pulse raus. Ne, die sind so hochfrequent, ich weiß jetzt nicht, mit welcher Frequenz er schwingt, garantiert höher als 30 kHz. Und in dieser Frequenz kommen jetzt hier an den Enden Pulse raus. Man könnte das ganze Teil jetzt noch mit einer kleinen Batterie versorgen und auf ein Kissen setzen, was dann auf in der Badewanne umherschwimmt. Vielleicht dreht sich's, vielleicht auch nicht. Mit den Gedanken will ich euch jetzt erstmal selber nachdenken lassen. Ich muss ja auch mal Pause machen. Und von daher wünsche ich euch mal das Allerbeste. Schaut euch die Tier-Doku an, wie gesagt. Und habt Vertrauen zu euch und auch den anderen. Ahoi.